Es geht voran mit der Pokémon Go Kampfliga und zwar gibt es ein Icon für den Johto Cup jetzt hier. Was ist denn da los, Niantic? Ich meine, man musste nicht wirklich was machen. Die ganzen Medaillen und den Pokédex, das gibt's ja alles schon, die Icons. Aber hey, ich bin, wie gesagt, vorsichtig zuversichtlich, dass PvP mal ein bisschen was wird. Ich kann mich, muss ich sagen, momentan echt nicht entscheiden. Ich werde vielleicht die letzte Woche einfach ein bisschen durchwechseln. Ich wollte eigentlich gestern ein bisschen Registil mit so einem Meme-Team, zweimal dasselbe Pokémon hinten drin praktisch, wollte ich ein bisschen auf Registil-Jagd gehen. Nicht, dass ich drei Registil-Konter drin hätte. So, eigentlich bin ich gar nicht ganz gut gegen Registil aufgestellt, aber ich wollte es mal suchen und finden, vielleicht. Jedoch noch kein einziges gesehen. Und deshalb gehen wir heute auf Jagd nach Registil, würde ich sagen. Und schauen einfach mal. Impoleon. Auch interessant. Okay, schade. Ich hätte sofort drücken sollen. Ich hätte nicht gedacht, dass du nicht sofort bei 5 einsetzt. Aber, na gut, so machen wir das. Auch witzig hat man gesehen, weil wenn man schildert, verliert man einen KP. Wie meine KP vom Grünen auf Gelb umgeswitcht sind. So, egal was reinkommt, ich werde sofort wechseln. Griffeldis ist am Start. Alles klärchen. Gut. Griffeldis wird auch von Blitzkanone komplett zerlegt. Von Registil. Vor allem, wenn es die Flug-Sofortattacke hat, hat man nicht wirklich viel Schaden und so. Ja, keine Ahnung. Also man kann es mittlerweile schon mit der Top-TM beibringen. Und es war jetzt im Raid. Und da braucht man ja auch nicht so viele Bonbons. Und Registil ist ein relativ altes Pokémon. Wundert mich ehrlich. Ich dachte echt, das würde jetzt in jedem zweiten Team zumindest vorkommen. Aber nö. Nee, gar nicht wirklich. So, und wenn du hier nicht rausgehst, bin ich zuversichtlich, dass mein Sly mal hinten drin noch ordentlich Sachen machen kann. Pause, Achtung, rechnet 2 Sofortattacken dazu. Ganz genau. Da war schon Doppel und Triple und dann 4-fach Standpauke. Sehr, 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 sehr schön. Aber kein Registil. Weiß ich ja. Ich meine, Pion Scorer, Pion Draghi kommt ganz gut gegen. Ja, das hättest du eigentlich noch nicht, aber hätte, hätte, Fahrradkette wäre. Überleg da schon. Pion Draghi ist jetzt auch nicht so schlimm, glaube ich, gegen Registil. Vielleicht bekommt man das ein oder andere Mal die Knirschersenkung ab und so. Also schauen wir mal. Und ja, dementsprechend hättest du das auch nicht. Aber was macht schon? Was macht schon mehr? Was macht schon eine Sofortattacke aus? Macht nicht so viel aus. Eine Sofortattacke macht wirklich relativ wenig aus. Und was ist denn da los? 4. Das... Ich muss dich in Aquahaubitzenreichweite befördern und dann wechsle ich rüber. Genau. Aber was ist Aquahaubitzenreichweite? Oh, du hast ja 2 Schilde. Ach du meine Güte, stimmt. Du hast ja kein einziges Mal geschildert. Ja, da wäre schon wichtig gewesen, wenn das Spiel funktioniert hätte. So, Charm transferiere ich rüber. Einfach so, ohne Grund. Und gute Nacht. Mit diesem Alola Vulnona. Ey, Blitzkanone, wirklich. Das wird alles ändern. Warum spielt das niemand? Dachte ich zumindest. Oder ist das nur so ein Fall von auf dem Blatt Papier? Nein, glaube ich nicht. Glaube ich wirklich nicht. Ich hab's mir... Wenn ihr die Aufgabe habt, ein 3-fach Registil mit Fokusstoß Blitzkanone Konterteam zu bauen, was habt ihr? Immer ist irgendwas neutral. In der Vergangenheit gab es zumindest Apoqualyp zum Beispiel. War eine harte Wand, weil alles nicht so effektiv war. Aber jetzt Blitzkanone einfach gegen Apoqualyp und so. Wirklich wild. Nein, 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 nein. Das war es ja mal wieder komplett. Ach du meine Güte. Ja, sorry, ich spiele das Team eigentlich. Das habe ich so gestern mir gedacht. Hey, Pion, Draghi, habe ich Bock? Das war... ein großer Fehler. Aber schauen wir mal. Kann man vielleicht auch noch machen. Ich muss da natürlich in Slimer rein. Was ist denn da los? Letztes Pokémon zu Beerus, da komme ich auch besser an. Ach, du meine Güte. Mal schauen, wie viel das macht. Das war ungeschmeidig.
Das war wirklich ungeschmeidig und ich brauche eigentlich schon den Wechsel. Okay, ich kann ihn mir aber holen. Mit gleichen Schilden. Oh, ärgerlich. Ich muss mir mal merken, wer die Gleichstände gewinnt. Das wäre wirklich gut, wenn ich das mal ein bisschen lernen würde. Aber, genau. Jetzt haben wir hier dieses Schlamassel. Wenn ich nicht auflade, kann ich jetzt noch ein, zwei Sofortattacken machen? Jawohl. Immerhin das. Dann kann ich dem Galaflunschlag vielleicht noch ein paar Nassschweif reindrücken. Oder macht man einen Knirscher? Nein. Ich glaube, wenn beides neutral ist, natürlich ganz klar Knirscher. Aber fast sogar, wenn Nassschweif effektiv ist und man hat die 30% Chance auf die Verteidigungssenkung. Ja, hier hätte ich jetzt zwei Nassschweif gehabt. Das ist ärgerlich. Das ist wirklich sehr ärgerlich. Sind wir gerade nicht synchron? Ich glaube, wir sind gerade nicht synchron. Und wenn es zu Biris ist, werde ich aber, glaube ich, eine Aquahobitze machen. Pause, rechnet wieder zwei sofort. Okay, ich drücke sofort. Okay, Pelipper, das Team ist es wieder. Sehr schön. Ja, die Pause war ärgerlich, weil die hat mich dazu gezwungen. Man kennt es, da sind jetzt schon zwei, drei Sofortattacken drauf gewesen. Ungemütlich. Sehr, sehr, sehr ungemütlich. Aber das Johto-Tour-Icon, das ist vielversprechend. Niantic geht es an. Niantic geht die Go-Kampf-Liga an. Zwei Kämpfe, zwei Probleme. Ich setze hier sofort ein. Und Pelipper habe ich schon ganz lang nicht mehr gesehen. Seit Meteorologe schwächer wurde und im Allgemeinen. Ja, Pelipper kann sich auch über Dingenskirchen freuen. Und zwar sehr. Über, na, wie heißt das? So, macht keinen Schild, keinen Sinn zu schilden oder irgendwas. Wenn ich schilde, sind schon drei Lehmschüsse drauf. Das ist dementsprechend GG-Server. Also, Pelipper, Fokusstoß nicht sehr effektiv, Lichtkanone nicht sehr effektiv. Aber Blitzkanone, patsching! Jo, so ist es. So ist es. So viele Pokémon, die eine harte Wand waren. Panzer Aeron hat schon immer gegen Registeel verloren. Aber da musste man Fokusstoß einsetzen, das war neutral. Und jetzt wird Panzer Aeron aber komplett zerlegt werden von Registeel. Ich verstehe es nicht, ich will Registeel sehen. Also ich will es nicht wirklich sehen, aber ich denke mir einfach, es wird ganz viele davon geben, oder? Und noch kein einziges, auch gestern nicht und heute nicht. Vielleicht trauen sich die Leute noch nicht ihre... Moment, das ist die Psychoattacke, oder? Vielleicht trauen sich die Leute noch nicht ihre Top-TMs auszugeben oder so. Da stand eigentlich nicht sehr effektiv dran. Das war eine Lüge, denn ich bin ein Krypto-Piondragi. Aber hier sehen wir mal was. Wieder relativ Neues, weil Reiser. Doch kein Registeel. Okay, das ist gut. Jetzt bekommen wir... Vielleicht ein Schildproblem ist nur, zum nächsten Eissperr kommst du vor mir. Oh, okay. Na, dann gehe ich ein Schild runter. Dann gehe ich einfach ein Schild runter und hol mir den Wechsel. Also brauche ich nicht so unbedingt, aber ist mir doch irgendwie lieber, glaube ich. Und ich wollte nur mal schauen. Da ist es jetzt. Du hast ein Registeel und holst es nicht rein. Okay, dann war der Wechsel schon sehr wichtig. Der war sehr, sehr, sehr wichtig. Also, ein Registeel ist hier am Start. Das erste, welches wir gefunden haben. Wenn du nicht chillest, bist du dann, glaube ich, schon in Aquahobitzenreichweite. Und jetzt wird es ganz krass dann immer mit Köder. Denn Blitzkanone könnte der Köder sein, weil da der Angriff runtergeht. Oh, okay. Fragt mich nicht, was ich hier gerade gemacht habe. Wieso gibst du auf? Wieso gibst du auf? Aber ich dachte, das Registeel ist schon so weit unten. Das macht dann auch einfach mein kleiner Schleimbeutel hinten drin. Er macht das auch. Aber eigentlich hätte ich hier jetzt eher in Slimer reingehen müssen. Doch, wir haben noch keine Blitzkanone gesehen. Vielleicht hattest du ja gar nicht Blitzkanone. Okay. Ja, wirklich. Mir sind nur spontan, habe ich kurz überlegt, ein paar Beispiele. Mit Pelipper, Panzer Aeron, all diese Geschichten. Fiaro, Glurak. Wild. Wild, wild, wild. Okay, Bolterus, hier brauchen... Ja, doch, brauchen wir schon. Nassschweif kann ich zwar ein bisschen was machen, aber... Hier brauchen wir auf jeden Fall Kinoso. Okay. Das ist auch mal... Ach so, Moment. Bin ich jetzt hier
in dem Bolterus-Doppel-Rasierblattmeter. Okay, das wird noch nervig. Das wird noch sehr nervig. So, einen zweiten Meteorologen kann ich noch wegstecken. Dann kann auch das Ding ins Kirchen. Weniger farmen. Aber ich werde die Schilde von dir nicht los. Und Piondragi hält nicht so viel aus. Da haben wir jetzt echt ein Problem. Das ist zum Beispiel schon von vornherein, glaube ich, als loose programmiert. Oder ich hätte in Piondragi reingehen müssen gegen Kinoso. Da hätte ich aber keinen Sofortattackendruck gehabt. Und du hättest dir den Wechsel holen können. Jo, das macht nicht allzu viel. Aber ich habe sowieso keine andere Wahl. Letztes Pokémon, Kryptos Arzenia, und ich habe verloren, wenn du dir beide Schilde aufhebst. Uff. Okay. Na gut, dann sind wir wieder hier angekommen. Hohoho, habt ihr die Attacke gesehen? Das hat schon gut gezündet. Du wirst zwar zweimal schilden, aber ich gehe hier, ich habe gerade, glaube ich, 2, 3 Knirscher hintereinander keine Verteidigungssenkung bekommen. Jetzt muss es soweit sein. Da war die Pause, da war die Pause. Schon wieder Phasenfahrtattacken. Nicht, mach nicht diesen. Mach nicht diesen, liebes Spiel. Bitte mach nicht diesen. Naja, also wie gesagt, ich wusste es von Anfang an dann direkt. Das ist verloren, das kann man nicht mehr machen. Pause. So, wie viele Lade-Sofortattacken waren es schon? Ein paar auf jeden Fall. Und macht Piondragi eine Sofortattacke? Nope. No, Säurespeier. Säurespeier noch dazu. Danke dir. Naja, mit einem funktionierenden Spiel hätte das noch was werden können. Definitiv. Autsch. Wie viele von denen überlebe ich? Ich glaube 2 oder so circa. Das waren das Ladeattacken oder Sofortattacken? Das hat gut gezündet. Das hat auf jeden Fall gut gezündet. Heftig, deftig. Und weil Bolterus komplett overpowered ist, gehe ich hier auf Erdbeben. Ja, ein Rasierblatt mehr. Und ich hätte es nicht mehr gepackt. Aber oh, hat die Person das Legenden-Outfit? Das ist ein Team, welches man dann natürlich in der Superliga spielt. Bolterus, Doppelrasierblatt. Nach all den Jahren sind wir noch immer da. Mio. Auf der anderen Seite, das fällt mir gerade auf, Sazenia zum Beispiel. Da hatte man mit Lichtkanone immerhin was Neutrales. So. Na und mit Blitzkanone plus Fokusstoß. Aber komm, Kryptos Arzenia hält nichts aus. Gegen Kryptos Arzenia ist Registeel aber vermutlich schwächer geworden, oder? Weiß ich nicht, müsste man sich ansehen. Auf der anderen Seite, ganz ehrlich, mit Blitzkanone. Da. Uff, wirst du Erdbeben haben? Wirst du Erdbeben? Ich habe leider langsam gewechselt. Ich habe nicht mitgezählt, aber ich glaube, das ist schon Erdbeben von der Energie her. Na und es ist zum Glück nur Meteorologe. Dankeschön. Danke dir, danke dir, danke dir, danke dir. Aber du spammst sie immerhin. Du gehst nicht mal noch. Okay, das ist gut. Das ist dann dementsprechend gut. Aber ich denke, Kryptos Arzenia sollte für einen Registeel sowieso kein Problem sein. Von daher. Aber du kämpfst nicht wirklich hart für deinen Wechsel gerade. Oh, du schildest aber trotzdem. Jo, sehr gut. Sehr gut. Und ganz ehrlich, mit Nassschweif und einem Schildvorteil kann Piondragi auch gegen Galaflunschlick gewinnen. Und weil das ein Gleichstand war, ne, gönne ich mir das jetzt einfach. Das gönne ich mir. Und ich glaube, wenn ich direkt auf die Aquahobitze gehe. So. Ne, genau, dann bist du weg. Sollte reichen für ein Krypto-Quaxo. Und dann sehen wir uns mal dein drittes Pokémon an. Zur Not muss Piondragi einfach beide besiegen. Würde ich mal. Okay, ja, gut. Wechsel hätte schon gut weitergeholfen. Ich verstehe es schon. Eieiei. Jo, hätten wir das auch geklärt. Dann hätten wir das dementsprechend auch geklärt. Ich kann jedoch noch, da ist noch nichts vorbei. Kann man noch machen.
Je nach Sofortattackenlage, wenn ich ein Erdbeben in Bisaflor reinlande, ist das auch weg. Glaube ich, wenn das ein Krypto war. So, schilden werden wir nicht. Und, oh, obwohl gerade jetzt bekomme ich mal die Sofortattacke durch. Egal, ich schilde nicht. Denn es ist Erdbeben und ein Erdbeben. Nicht overtappen, das wollte ich gerade nicht. Ich habe extra kurz gewartet, aber die Energie wollte nicht ankommen. So, ich hoffe nur, dass du jetzt nicht runterfarmen kannst. Aber vermutlich... Oh, die Wechsel ist bald um. Oh, das war aber doof. Uff. Doch, du kannst runterfarmen. Eieieiei. Und wenn ich jetzt wechsle, transferiere ich einen Rankenhieb rüber. Ich hätte mich einfach besiegen lassen sollen. Wow! Ich unterschätze manchmal den Schaden. Wir sind hier wieder in der Superliga. Ich habe jetzt zu viel Meisterliga 2 Wochen lang gespielt. Ich vergesse ja, dass man hier von einer neutralen Attacke schon teilweise One-Hit-KO geht. Wenn man ein Krypto-Pokémon hat. Wow, okay, das hat gezündet. Das hat gut reingezündet. Aber rückwirkend betrachtet, es wäre besser gewesen. Ich hätte mich von Galaflunschlick besiegen lassen. Hätte das Galaflunschlick runtergefarmt, Erdbeben in Bisaflor rein. Vermutlich wäre es so besser gewesen. Kann man nie, ja, kann man doch wissen. So, und ein Quabbel ist am Start. Ein einziges Registeel haben wir gesehen. Und ich habe gestern auch, ich glaube, 1 oder 2 Sätze in der Superliga gekämpft. Und 0 gesehen. Ich erwarte aber eigentlich schon, dass die in der nächsten, obwohl nächste Season ist überhaupt nicht kompetitiv, aber dass die irgendwann mehr werden. Denn ich glaube schon, dass das Ding stark ist. Auf jeden Fall. Vielleicht hole ich mir selbst eines. Aber eigentlich war ja... Johto Cup finde ich momentan Timeout ohne Ende. Sehr ungemütlich. Nach Tara Azumarill, das hält alles zu viel aus und alle spielen nach Tara Azumarill oder Panzer und Landtouren und so. Dauert mir persönlich ein bisschen zu lange. Aber schauen wir mal. Ich werde ein bisschen durchwechseln in der letzten Woche. Auf jeden Fall. Für die Folge soll es gewesen sein. Ich bedanke mich fürs Zusehen. Es geht einfach beim nächsten Mal weiter.